Was passierte eigentlich mit Draco Malfoy nach der Harry Potter Saga? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir darüber sprechen, was mit der moralisch ambivalenten Familie Malfoy, Draco, Lucius und Narcissa passiert ist. Es steht außer Frage, dass Draco im Grunde seines Herzens kein Bösewicht war, aber seine Eltern, vor allem sein Vater, hatten definitiv eine Menge Dämonen. Sie folgten Lord Voldemort fast bis zum bitteren Ende, was die Frage aufwirft, wurden sie für ihre Verbrechen begnadigt oder was genau ist passiert? Die Malfoys sind eine der arrogantesten Familien in der gesamten Harry Potter Serie. Sie sind aktiv und extrem voreingenommen gegenüber Muggeln und Muggelgeborenen, was auf eine Art seltsamen Überlegenheitskomplex der Blutlinie zurückzuführen ist. Während der gesamten Serie sind sie ein Ärgernis für Harry und das Trio, vor allem Draco. Und was als harmloses Mobbing begann, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu etwas Unheilvollem. Die Malfoys waren die direkten Anhänger des Dunklen Lords selbst, obwohl Lucius sich nach seiner Niederlage am Ende des Zaubererkrieges offensichtlich vor der Strafe drückte, indem er erklärte, dass er dem Dunklen Lord nur folgte, weil er unter dem Imperiusfluch stand. Seine Freiheit war offensichtlich unverdient, da er ein vollwertiger Todesser war, doch sein wahres Gesicht zeigte sich schließlich, als er nach den Ereignissen des Phönixordens inhaftiert wurde, vor allem wegen seiner Rolle in der Schlacht und in der Ministeriumsabteilung. Zu Beginn der Bücher und Filme scheinen die Malfoys keine große Bedrohung darzustellen, doch als Voldemort langsam wieder an Macht gewinnt, werden auch sie zu einer größeren Gefahr. Zu der Zeit, als die Heiligtümer des Todes erscheinen, ist Voldemort sicherlich wieder in einer Art Machtposition. Seine größte Bedrohung, Dumbledore, ist tot. Er hat wieder eine Schar von Anhängern um sich geschart und Hogwarts eingenommen. Wenn man bedenkt, dass die Malfoys Anhänger vom Lord Voldemort selbst waren, könnte man annehmen, dass sie sich in dieser Situation wohlfühlten. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Äußerst verärgert und enttäuscht über Lucius' Leistung im Orden des Phönix, setzte Voldemort alles daran, die Familie Malfoy zu bestrafen. Seit dem Halbblutprinzen wurde Draco von Voldemort benutzt. Später erhielt er den fast selbstmörderischen Auftrag, Dumbledore selbst zu töten. Etwas, von dem Voldemort wusste, dass Draco dazu niemals in der Lage sein würde. Voldemort führte einen psychologischen Krieg gegen die Malfoys, und da er wusste, dass er die totale Macht über sie hatte, nutzte er seine Situation voll aus. Er übte seine Macht so weit aus, dass sie ihm nicht mehr folgen wollten, aber sie steckten zu tief drin. Als Voldemort schließlich besiegt wurde, befanden sie sich in einer besonders seltsamen Lage. Wahrscheinlich waren sie froh, dass er besiegt war, aber gleichzeitig wussten sie, dass sie in den Augen der Zaubererwelt Todesser waren. Sie waren Voldemorts treue Gefolgsleute. Jetzt, wo Voldemort nicht mehr da war, hatten sie nicht mehr die Sicherheitsgarantie, die mit jeder Art von Verbindung zu ihm einherging. Und das bedeutete, dass ihr Schicksal allein von den Guten abhing, dem Rest der Zaubererwelt. Als es so aussah, als könnte Voldemort besiegt werden, ließ die Familie Malfoy einfach den Kopf hängen und verließ beschämt das Gelände von Hogwarts. Und was wurde aus ihnen? Wurden sie zu lebenslanger Haft in Azkaban verurteilt? Oder wurden sie gezwungen, ein anderes ebenso schreckliches Schicksal zu ertragen? Es hat den Anschein, dass es Lucius und seiner Familie nach den Ereignissen der Heiligtümer des Todes gelungen ist, einer Verurteilung zu entgehen, indem sie Informationen, Namen und so weiter über die überlebenden Todesser preisgegeben haben. Um sicherzustellen, dass sich die Zaubererwelt in perfekter Harmonie und ohne weitere Ausbrüche des Bösen weiterentwickeln konnte, war die Ergreifung der verbleibenden Todesser von größter Bedeutung. Als Lucius bereitwillig anbot, diese Informationen im Tausch gegen seine Freiheit und die seiner Familie preiszugeben, war das Ministerium mehr als bereit, auf sein Angebot einzugehen. In der Epilogszene der Filme sehen wir auch deutlich einen viel reifer aussehenden Draco Malfoy mit seiner eigenen Familie. Er schickt seinen eigenen Sohn nach Hogwarts, was darauf hindeutet, dass Draco Malfoy für seine Rolle und seine Taten im Zweiten Zaubererkrieg vollständig begnadigt wurde. Sie wurden also für ihre Verbrechen begnadigt, großartig. Aber wie ging es für die Malfoys weiter? Werfen wir mal einen genaueren Blick auf Draco.
Draco ging im selben Jahr wie Harry, Ron und Hermine und viele andere Charaktere, die wir so gut kennen, auf die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Gleich von Anfang an zeigte Draco ein, naja, eher fragwürdiges Verhalten. Er ist der archetypische Tyrann und als er Harry im Film zum ersten Mal trifft, streckt er ihm die Hand entgegen. Aber nicht bevor er Ronald Weasley, den Harry gerade erst kennengelernt hatte, einen leichten Schlag versetzt hatte. Du findest meinen Namen wohl lustig, was? Ich brauche dich nicht nach deinem zu fragen. Rotes Haar, ein abgenutzter Mantel, du musst ein Weasley sein. Gleich zu Beginn bekommen wir einen Eindruck davon, was für eine Art von Charakter Draco Malfoy sein wird. Der einzige Grund, warum er sich mit Harry anfreunden will, ist sein Ruhm. Und da Draco in einer reinblütigen Familie aufgewachsen ist, die außerordentlich viel Wert auf ihren Status legt, ergreift er natürlich die Gelegenheit, sich mit Harry anzufreunden. In den Büchern und Filmen ist Draco ein ständiges Ärgernis für das Trio und je älter er wird, desto mehr wandelt sich sein Verhalten von lästig, aber immer noch kindlich und spielerisch, zu ziemlich unheimlich. Wir können aus erster Hand miterleben, wie er sich von einem launischen, aber unschuldigen kleinen Jungen zu einem dunklen, verstörten jungen Mann entwickelt. Und der Auslöser dafür war die Inhaftierung seines Vaters. Wir sehen, wie Draco im Laufe der Filme mehr und mehr mit den Todessern zu tun hat, aber trotz seiner großen Worte schien es, dass Draco fast immer zögerte, die Aufgaben der Todesser zu erfüllen, wenn es hart auf hart kam. Denn Draco wollte nie ein Todesser sein. Er wollte nur seine Eltern stolz machen. Er wollte einfach nur mit dem Familiennamen gerecht werden, auch wenn er es nicht war. Als die Zeit der Heiligtümer des Todes gekommen war, wurde es ziemlich offensichtlich, dass Draco seine Taten bereute und dass ein Großteil seines Verhaltens auf den zunehmenden Druck seines Vaters zurückzuführen war. Als Voldemort schließlich besiegt war und seine Familie die Freiheit erlangte, reifte Dracos Charakter beträchtlich und er wurde schließlich ein viel besserer Mensch als sein Vater. In einem Interview brachte Rowling zum Ausdruck, dass Draco durch seine Erfahrung als Todesser ernüchtert war und beschrieb sein Leben nach den Heiligtümern des Todes auf Pottermore. Die größte Offenbarung war, dass er weniger ein Fanatiker des reinen Blutes wurde. Die Ereignisse in Dracos späten Teenagerjahren haben sein Leben für immer verändert. Er wurde der Glaube, mit dem er aufgewachsen war, auf erschreckende Weise. Er hatte Terror und Verzweiflung erlebt, seine Eltern für ihre Treue leiden sehen und miterlebt, wie alles, woran seine Familie geglaubt hat, zusammenbrach. Menschen, die Draco zu hassen gelernt oder erzogen worden waren, wie Dumbledore, hatten ihm Hilfe und Freundlichkeit angeboten und Harry Potter hatte ihm sein Leben geschenkt. Nach den Ereignissen des Zaubererkrieges fand Lucius seinen Sohn so liebevoll wie immer. Aber er weigerte sich, den alten reinblütigen Linien zu folgen. Draco hat die jüngere Schwester eines Slytherin-Kollegen geheiratet, Astoria Greengrass, die eine ähnliche, wenn auch weniger gewalttätige und erschreckende Bekehrung von den Idealen reinen Blutes zu einer toleranten Lebensanschauung durchgemacht hatte. Sie wurde von Narcissa und Lucius als Enttäuschung als Schwiegertochter angesehen. Sie hatten große Hoffnungen in ein Mädchen gesetzt, dessen Familie in den Heiligen 28 vorkam. Aber da Astoria sich weigerte, ihren Enkel Scorpius in den Glauben zu erziehen, dass Muggel Abschaum seien, waren die Familientreffen oft von Spannungen geprägt. Außerdem hat Draco sich scheinbar etwas beruhigt und führt ein Leben der Muße, anstatt daran zu arbeiten, das Licht zu stürzen oder die Herrschaft über die Muggel zu erlangen, wie Lucius es tat. Ich stelle mir vor, dass Draco aufgewachsen ist, um eine abgewandelte Version der Existenz seines Vaters zu werden. Unabhängig und wohlhabend, ohne die Notwendigkeit zu arbeiten, bewohnt Draco mit seiner Frau und seinem Sohn das Malfoy-Anwesen. In seinen Hobbys sehe ich eine weitere Bestätigung für seine Doppelnatur. Die Sammlung dunkler Artefakte geht auf die Familiengeschichte zurück, auch wenn er sie in Vitrinen aufbewahrt und nicht benutzt. Sein seltsames Interesse an alchemistischen Manuskripten, aus denen er nie versucht, einen Stein der Weisen herzustellen, deutet auf einen Wunsch nach etwas anderem als Reichtum hin, vielleicht sogar den Wunsch, ein besserer Mensch zu sein. Ich habe große Hoffnung, dass er Scorpius zu einem gütigen und toleranten Menschen erziehen wird, zu einem gütigeren und toleranteren Malfoy erzieht, als er es in seiner eigenen Jugend war.
Dracos Charakter war sicherlich schon immer von zweifelhafter Moral, und ob es einem nun gefällt oder nicht, im Laufe der Zeit ist Draco ein guter, gesunder Mann geworden, wie Rowling selbst auch gesagt hat. Im Herzen von Draco gibt es schließlich etwas unauslöschlich Gutes. Was Lucius und Narcissa angeht, so scheinen sie sich nach ihrer Begnadigung relativ bedeckt gehalten zu haben. Aus der Sendung auf Pottermore, insbesondere aus dem Abschnitt über die spannungsgeladenen Familientreffen, können wir jedoch ableiten, dass sie ein wenig zu eingefahren waren, um ihre gesamte Philosophie zu ändern. Sie waren nicht mehr offen böse, und ich bezweifle sehr, dass sie jemals wieder davon überzeugt werden könnten, sich einer reinblütigen Sache anzuschließen. Aber sie glaubten mit Sicherheit immer noch an dieselben Überzeugungen, an die sie schon immer glaubten. Und sie waren auch nicht toleranter gegenüber Muggeln oder Halbblütern. Das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.